Das Verwenden dieses Mundwasser 30 Sekunden lang hilft dabei, Sambelach und Sandstein zu entfernen und Sie haben schneller hellweiße Zähne. Helle und weiße Zähne können Sie jünger aussehen lassen und Sie fühlen sich sicherer in Bezug auf Ihr Lächeln. Sambelach und Sandstein können Ihre Zähne jedoch gelb und fleckig machen. Sambelach und Sandstein können nicht nur unansehnlich, sondern auch ungesund sein. Sie können den Zahnschmerz beschädigen und zu Hörräumen führen. Obwohl es auf dem kommerziellen Markt viele Anti-Sambelach-Produkte gibt, sind viele von ihnen mit bösen Chemikalien beladen. Glücklicherweise gibt es eine natürliche Alternative zum Entfernen von Sambelach und Sandstein und zu strahlend weißen Zähnen, ohne auf künstliche Chemikalien angewiesen zu sein. Diese ist ein einfaches Mundwasser, das auf nur zwei gleich zu findenden Zutaten hergestellt wird. Neben der Vermeidung von Chemikalien hilft es Ihnen auf, große Mengen Ihres Geldes zu sparen, dass diese beiden Inhaltsstoffe natürlich und sehr billig sind. Und Sie können sehen, dass dieses Mundwasser sogar bessere Ergebnisse erzielt als einige teure Produkte. Bevor Sie mit der Zubereitung dieses großartigen Mundwassers beginnen, teilen Sie uns bitte im Kommentarbereich dieses Video Ihr Alter und Ihren aktuellen Zahnzustand mit. Anhand dieser Informationen erhalten Sie die effektivsten Rezepte, mit denen Sie Ihre Mundgesundheit verbessern können. Klicken Sie dann auf die Zahnflex abonnieren und schalten Sie die nebenstehende kleine Benachrichtigungsglocke ein, um unser nächsten Video nicht zu verpassen. Beginnen Sie nun mit der Zubereitung der ersten Zutat, nämlich Backsoda. Backsoda war eine Reinigungssubstanz für Zähne. Lange bevor wir so viele Möglichkeiten in Zahnpasta hatten, es ist ein sanftes Schlafmittel, das dazu beitragen kann, Zahnbelach und Zahnstein von Ihren Zähnen anzukratzen, ohne den Zahnschmerz zu erodieren. Es beseitigt auch Bakterien und Speisereste und lässt die Zähne weißer und gesünder aussehen. Um ein Mundwasser mit Backsoda zu bereiten, geben Sie zunächst 200 bis 250 ml warmes Wasser in eine Flasche, die ein einfaches Mixen ermöglicht. Danach einen Teelöffel Backsoda hinzufügen. Obwohl nur Backsoda aus auch reißt, um Sambelach zu Sandstein effektiv zu entfernen, sollten Sie diese Zutat hinzufügen, um die Wirkung von Backsoda zu verbessern und gleichzeitig Ihren Atem zu verbessern. Es ist alltägliches Pfefferminzöl, sein starker Mintgeschmack neutralisiert Gerüche, während seine antiseptischen Eigenschaften Keime und Bakterien abtöten, den Sambelach und Sandstein verursachen. Es bekämpft auch orale Krankheitserreger und tötet Bakterien ab, die zu Karies und Zahnfleischerkrankungen führen können. 3 Tropfen alterisches Pfefferminzöl in die Flasche geben. Verschließen Sie danach die Flasche und schütteln Sie sie, um die Zutaten zu kombinieren. Das Backsoda sollte sich nach nur wenigen Schritten auflösen und Sie sind bereit, sich den Mund zu waschen. Dieses Mundwasser kann im Badezimmer aufbewahrt werden und erfordert keine Kühlung. Es ist am besten innerhalb von 24 Stunden zu verwenden und täglich eine neue Chaxe zu mixen. Um Sambelach und Sandstein mit diesem Mundwasser zu entfernen, schütteln Sie die Flasche vorsichtig und gießen Sie eine kleine Menge Mundwasser in eine Tasse. Wischen Sie das Mundwasser etwa 3 Sekunden lang in Ihrem Mund und spucken Sie dann, wie bei jedem Mundwasser, nicht schlucken. Sie können dieses Mundwasser nach den Mahlzeiten verwenden, um sämtliche Säuren und Bakterien, die in Ihren Zähnen verbleiben, abzuwaschen. Verwenden Sie dieses Mundwasser täglich und Sie haben strahlend weiße Zähne und frischen Atem.